Ich grüße dich und tja, alles neu macht er mal. Neue Woche, neues Glück, neue Grafikkarte. Alter Igor, es hat sich nichts geändert, bis auf Nvidia führt neue Chips ein. Allerdings nicht so wie befürchtet, einfach so heimlich, still und leise und wir machen die mit der halben Hashrate, packen die in die Kartons und keiner sieht's. Wie kann ich die denn unterscheiden? Wir hatten ja vor kurzem schon ein Video, habe ich euch die 3080 Ti mal kurz so angeteasert und auch gesagt, die Evaluation Boards konnten noch die volle Hashrate, die Massenproduktion konnte es dann nicht mehr, obwohl die Device-ID die gleiche war, war dann plötzlich alles weg. Genau das wird hier nicht passieren. Man wird eine neue Device-ID machen, man wird neue Firmware machen, man wird auch neue Treiber brauchen. Es soll auch sichtbar auf den Karton aufgedruckt werden, dass das eine neue Version ist. Allerdings verspricht Nvidia natürlich selbe Gaming-Performance, selbe Anwendungs-Performance wie mit den alten Karten. Allerdings die Hashrate soll sich halbieren. So, dann hat sich Nvidia gesagt, okay, wir werden ja nicht Nvidia, wenn wir nicht machen würden, was wir wollen. Wir schlagen den Bordpartnern da mal was vor und lassen die das mal machen. Wir liefern die Chips, ihr liefert die Bezeichnung. Da haben wir gesagt, okay, damit er nicht ganz im Regen steht, wir schlagen da mal so Light Hash Rate, so als kleine Ermunterung, schlagen wir das mal vor, aber es müsst ihr nicht machen. Ihr könnt es tun, ihr könnt es verwenden, aber lasst euch doch was Eigenes einfallen. Auch das würde gehen, man könnte also die Bezeichnung weiter beibehalten. Es wird also nichts aufgesupert oder ultimatisiert, sondern bitteschön, die Hersteller dürfen sich jetzt selbst was ausdenken. Und wenn man sich mit den Marketing-Leuten mal unterhält, die sind ja dann so ein bisschen spitzfindig. Dann hat man so diesen schwarzen Humor, da gibt es die eine oder andere kleine Verballhornung wie, ja, dann nennen wir es doch einfach Limited Edition wie Limited Hash Rate oder der andere, dann machen wir einen großen roten Aufkleber auf die Schachtel. No Hash, No Cash zum Beispiel. Oder wir nennen das Ganze eine Gaming-Only Edition, zum Beispiel hätte man eine MSI RTX 3060. Gaming X wäre dann eine Gaming Only X Trio, ist ein bisschen doof, wäre wahrscheinlich auch nicht für jeden kleinen Kunden so hundertprozentig nachvollziehbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Hersteller das alles lösen werden. Die Auflösung beginnt ab Mitte Mai. Dann kommen die ersten Karten, beginnend mit der RTX 3060. Das war ja die Karte, die es angeblich schon können sollte. Dann hat man sich mit einem Treiber selber versammelt. Genau, das sollte diesmal nicht passieren. Aber auch die 3060 macht wieder den Anfang, weil die ist schon bei den Herstellern. Die wird schon fleißig gestempelt, 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 gestempelt. Die kommt dann so als kleiner Testballon. Die 3080 Ti ist ja der nächste anstehende Launch. Der kann es schon ab. Von ab Werk, also von Haus aus. Und die anderen, ich sage jetzt mal, Bestandskarten werden so peu à peu, Stück für Stück, SKU für SKU entsprechend mit angepasst. Das ist also das, was jetzt ab dieser Woche passiert. So, ihr werdet also hundertprozentig sehen, ob diese Karte, die ihr im Laden kauft, auch wirklich eine alte oder eine neue Karte ist. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich eBay, es gibt ja so bestimmte Plattformen, wo man das eine oder andere nebenberuflich erwerben oder verkaufen kann, da werden natürlich Leerkartons von alten Karten mal im Kurs steigen. Ich meine, die Karten sind jetzt ja schon, also die Kartons, relativ teuer. Wenn man sich dann mal anschaut, was dann so ein Karton kostet in so einer Hash-Rate Edition, lassen wir uns mal überraschen. Es wird natürlich schon ein paar Dumme geben, die es dann wieder kaufen werden. Das war meine News der Woche. Kommt ja noch eine ganze Menge mehr. Wir haben auch, ich habe noch eine Karte, die ist hundertprozentig nicht hash-limitiert. Ja, die macht so 100 Mega. Aber die ist so teuer. Die lohnt sich nicht. Aber sie könnte, wenn sie wollte. Nur die Leute wollen halt nicht. In dem Sinne, es kommen viele interessante Dinge. Zum Beispiel, ich habe eine, habe ich ja gerade erwähnt. GeForce RTX. Nee. Der Quattro RTX A6000, also wirklich den Vollausbau, der hat ja noch ein paar Shader mehr und hat auch ein paar Tensor Cores mehr und ein paar Articles mehr als die 3090, ist aber bei der Leistungsaufnahme ein bisschen eingebremst. Sweet Spot, sage ich bloß. Die Karte ist ein kleiner Föhn, aber sie tut es. Die habe ich mal getestet und bevor ich die ganzen Workstation Benchmarks mache, die kommen natürlich auch, und die Karte zerlege, habe ich sie schon mal schön abfotografiert. Und was habe ich noch gemacht? Logischerweise Gaming mal getestet bis hoch zu 8K. Lasst euch überraschen, kommt demnächst auch noch zusammen mit dem Baerbohm. Die Woche wird lustig. Tschüss.